Vielleicht habt ihr schon mal was von den polnischen Buchstaben L, Ni und U gehört? Nee, was ist das? Okay, dann erkläre ich es euch gerne. Obwohl das Polnische zur slawischen Sprachfamilie gehört, basiert es wie das Deutsche auf dem lateinischen Schriftsystem. Für die richtige Aussprache verwendet es jedoch Sonderzeichen, wie zum Beispiel einen kleinen Strich, auf Polnisch die Kreska. Das L mit Schrägstrich ist im Polnischen ein L und klingt genauso wie im Englischen zum Beispiel beim Wort water, win, wow oder auch wie bei meinem Vornamen Paweł, zu Deutsch Paul oder auch Paulchen Panther. Das O mit der Kreska darüber heißt geschlossenes U und klingt wie im Deutschen U. Ganz einfach zu merken. Und das N mit Schrägstrich darüber ist im Polnischen ein Ni und klingt ganz ähnlich wie im Spanischen mañana, niño. Ah, und wie klingen solche Wörter mit L, Ni und U? Łyżka. Łopata. Koło. Kołdra. Słabo. Słuchać. Słoń. Kraków. Ogórek. Mówić. Krówka. Łódź. Łódka. Łóżko. Koń. Dzień. Tańczyć. Słońce. Styczeń. Dłoń.